Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft. Und der Sound davon ist ziemlich laut, aber dafür lassen wir uns gar nicht unterkriegen, denn wir wandern erstmal schön weiter in die Weite des fernen Landes. Auf nach Turmhausen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich da jetzt weiterbauen wollte. Ach genau, ich wollte Dirt holen. Genau. Ja, die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her, deswegen kann das sein, dass mein Gedächtnis immer natürlich leer ist. Oder kann man das sagen, dass ein Gedächtnis leer ist? Ja, vor allem ein Gedächtnis kann ja nicht vollkommen leer sein. Aber naja, wir wollen es jetzt nicht mit Niedlichkeiten aufhalten, sondern wollen uns mal lieber erst ein bisschen Dirt holen. Gefiese Dirt, du little Kiste. So. Ich war liebe Kuh. Muu. Muu. Ich bin die liebe fette Kuh. Muu. Der Turm nimmt langsam Form an. Schlechte Form. So, mit uns. Mir gefällt mir die Musik gerade sehr schön. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt sie mir sehr, sehr schön. Maxi war wahrscheinlich nur leise im Ton hören, aber naja. Ich höre sie doch schon relativ laut. Bello. Schubst uns wieder darunter. So. Ach, scheiße. Mano, ich will das doch mal da platzieren, genau. Gib doch. Da. Dann müsste der Turm eigentlich auch schon so langsam fertig sein. Fix und fertig natürlich. So, nom. Bord. Ich stehe auf Bord. So. Oh, hier fehlt noch eins. Oder? Ja, hier fehlt noch eins. Soll ich mal ein bisschen den Action-Modus ranbringen? Verdammt, ist daneben. Jetzt muss ich mich extra nochmal hochbauen. So, abreißen. Und hochbauen. Oh, und was für ein dramatischer Umschwung der Musik. Hoho. Okay. Hey. Zack, 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 zack. Und wisst ihr auch, wieso wir diesen Turm eigentlich bauen? Keine Ahnung. Ach, hier fehlen auch noch ein paar Dinger. Da. Und da. So. Und jetzt noch da. Und dann ist die ganze Welt glücklich. Oh, oh. So. Ich will das jetzt hier nicht unter den Füßen weggraben. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. So. Ach, die Musik ist echt schön. Ist voll meine Lieblingsmusik. Ja, bei Lieblingsmusik, das ist ja auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Das, also die Musik, die man so hört, die reflektiert ja auch teilweise so den Lebensstil, die Lebensauffassung oder ja, was man für einen Charakter hat. Wobei man das natürlich nicht verallgemeinern kann, zum Beispiel, dass alle, die Metal hören, zum Beispiel, alle total aggressive Schweine sind. Bello, geht's mal gerade da weg? Hello. Hello. Wenn du gleich nicht hörst, glaub mal, dann gibt's einen auf die Fresse. Geht doch. Böser Hund. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das jetzt hier? Moment, ich muss noch was nachgucken. Okay. So, dann können wir hier schon rausgucken. Runtersegeln. Also wir segeln jetzt hier nicht per se, sondern sliden er darunter. Ach, ich habe ja noch Pilze im Inventar. Ich Idiota. Das hat sich sogar gereimt, ne? Inventar Idiota. Egal. Ist ja alles nebensächlich. Aber nicht nebensächlich ist, dass wir hier
mal noch ein bisschen hier die Fenster umbauen wollen. Die gefallen mir so noch nicht hundertprozentig. Weil es auch nicht hundertprozentiger ist. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. So. Dann. Ach, ich kann ja schon mal die anderen Fenster umbauen, bevor ich gleich nach unten gehe und mir die ganzen Steine da hole. Achso. So, dann. Mal hier. Zack. Ah, sieht das schon ein bisschen besser aus. Muss dann nämlich immer erst hier. Ja, so leicht hochrennen. Was ein bisschen besser ist. Finde ich jetzt persönlich. Ihr könnt da natürlich anders denken. Aber dafür ist ja das Kommentarfeld vorhanden. Was ist, wenn es so ist? Ne, so sieht das scheiße aus. Aber was ist, wenn es... Wenn wir das nochmal kurz... Oh, wegmachen. Und dann... Mal gerade schon rangehen. Ich muss natürlich jetzt mal hier ein paar Steine aufsammeln. Das ist wohl, denke ich, natürlich. So. Bauen uns mal gerade hier noch so eine Treppe. Und dann machen wir unseren Special Move. So. Es wirkt irgendwie ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Soll jetzt ja auch nicht so der Multi-Sicherheitsturm sein. Von Bosch. Ja, so ein kleiner Turm, wo man sagen kann, hey, Mensch, er sieht aber sicher aus. So, da oben noch einer. Au, ab ins Inventar mit euch. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie höre ich mich heute, glaube ich, ein bisschen verschnupft an. Ach nee, die hätte ich ja lassen können. Los, Milch. So. Das und schon haben wir einen neuen Ausblick. Eine neue Sicht der Dinge. Da auch. So. Dahin und dahin. Juhu. So, jetzt fehlt hier noch die Seite. Das und das wegmachen und... Nein, wir haben eine Treppe zu wenig. Das gibt's doch gar nicht. Unten liegt noch einer. Praktisch. Genau, hier müssen wir die platzieren. Bam! Hier haben wir außerdem immer so einen schönen Ausblick. Irgendwie diese, ja... Diese Vierecke hier. Die Hitboxen stören mich. Und die Musik stört mich dann auch ein bisschen, aber naja... Was soll man dagegen machen, ne? Ach genau, ich weiß, wie ich das oben baue. So, alles erstmal abreißen. Auch die Half-Steps. Und Bello springt mir förmlich ins Gesicht. Ja, Bello, ich hab's verstanden. So, da und da. Da und da. D und D. Wer kennt es ja nicht. Komm her! So, geht's auch. Okay. Ja, ich kann jetzt gar nicht platzieren, ne? Moment, so und so. Ja, ist perfekt. Letzte Watsche von unten, wie es da aussieht. Moment, hier müssen wir vielleicht ein paar Fackeln platzieren. So, da und da. Da und da. Upp. So. Ja. Ist eigentlich der schönste Turm, aber scheiße. Wenigstens ist es scheiße. Oh. Ich renn mal weg. Tschüssi. Hihi. Ich glaube, er ist weg. Hoffe ich doch zumindest. Wenn ich nicht gleich tot. Nein. Sterben ist nicht so ganz was Schönes, wie man es. Naja, sich vielleicht vorstellt. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber das ist ja auch eine Vorstellung nur von Björn, dann ist es ja gar nicht richtig so. Oh mein Gott. Heute kommt alles raus. Auch die ganzen schlechten Sprüche. Die Schlüche. Mensch. Die Schlüche. Kurzform für schlechte Sprüche.
Alles klar. Jetzt, wo wir unseren hässlichen Turm haben. Irgendwie baue ich nur hässlich in der Let's Play-Welt. Ich weiß nicht wieso. Aber irgendwie baue ich nur hässlich in der Let's Play-Welt. Wobei, ja. Kann es halbwegs anbieten. Ich war Bello. Ich habe mal Bocksprung gemacht über den Bello. Zum Glück wurde deswegen nicht bockig. Ich habe gar nicht mehr gerollt. Ich hoffe, die 13 reichen jetzt noch, um den Weg zum Turm zu bauen. Weil das wäre natürlich schon ganz schön geil, um ein bisschen auch mehr, ein bisschen Schalt und Weg zu haben, ein bisschen zum Turm dahin. Ach, da ist ja schon Weg hin. Mensch. Ja, okay, passt. So, hier nochmal kurz ein bisschen was hinklatschen. So. Viel, viel besser. Schaut es euch an. Ein mega hässlicher Turm. Fantastisch. Mist. Wieso sieht mir alles so scheiße aus? Na gut, vielleicht wäre es jetzt auch mal wieder an der Zeit, in die Höhle reinzugehen. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie böse enden könnte. Ich weiß nicht wieso, aber es könnte böse enden. Irgendwas könnte es immer bei Höhlen, aber irgendwie habe ich so ein schlechtes Gefühl diesmal. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Höhle rein. Ich weiß auch noch gar nicht, welche. Vielleicht die von letztes Mal, die war ziemlich gut. Wobei ich natürlich nicht genau mehr weiß, wo die ist, weil die letzte Aufnahme ja, wie gesagt, schon ein kleines bisschen her ist. So, das nehme ich noch mit und dann passt das auch schon. So, Moment, da. Ich brauche ein paar Spitzhacken. Die hacken mir dann den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Irgendeine Versicherung. Was ist denn Bello? Bello! Ah, da kommt er nach. Ich versuche mal die Höhle von letztes Mal zu finden. Ich weiß allerdings nicht, ob mir das gelingen wird. Weil ich einfach ein totaler Kacken bin mit geistigen Spastiken. Naja, dann wird das ein bisschen schwieriger. Egal, kennt ihr ja schon von mir. So. Höhle? Nein. Wieso gehe ich eigentlich immer in die gleiche Richtung, wenn ich eine Höhle suche? Ich gehe immer da lang. Ich wollte mich gerade in der Sonne jetzt orientieren, aber jetzt steht die gerade so im Zenit und dann dachte ich mir, ach komm, navigiere ich mich doch nicht durch die Sonne. Das wäre ja viel zu uncool. Viel zu altmodisch. Heutzutage hat man die GPS und das reicht dann. Wobei natürlich solche Technik auch immer Fehler haben kann und dann kann man sich ja auch schon mal verlaufen. Oder mit dem Auto verfahren. Oh, schade, kein Hund. Nicht wahr, Schweini? Du fiese Schweinebacke. Mir habe ich das Gefühl, dass wir im Let's Play von Minecraft die Hälfte der Zeit nur in Höhlen sind. Hm, hinten ist das Dorf. Oh. Oh. Holla. Hier ist ja auch eine fette Höhle. Nice, 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 nice. Soll gerade mal runterbuddeln. Ja. Total riesige Höhle. Folgt mir die totale Höhle. Hier geht's wenigstens runter. Ja, Eisen brauche ich jetzt gar nicht mehr so extremst viel. Aber naja, wenn es hier schon rumliegt, na, dann kann man es ja auch mitnehmen. Wie viel Eisen habe ich denn? 2 Stacks? Um den Dreh? Ah, könnte passen. Das Wichtigste ist, dass ich Kohle habe. Um das Eisen auch zu entfachen. Beziehungsweise um das Feuer zu entfachen. So. So schön viel Kohle. Das ist ja alles richtig awesome. So. Eisen. 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 Ich mag das Eisen so sehr. Nervt.
brauchen wohl eigentlich Magic-Eisen. Das kann man sich schon Rüstung machen. Und ich weiß gar nicht, wieso ich noch nicht die Höhlen-Playlist angeschaltet habe. Weil eigentlich sind wir in einer Höhle und dann ist es ja auch eigentlich... ja... notwendig. Ich meine, wieso habe ich denn die unterschiedlichen Playlisten gemacht, ne? Muss ja auch irgendeinen Sinn ergeben. Wenn nicht, wäre das ja komplett unsinnig. Naja, aber das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, war auch wieder Captain Obvious. So. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr und man sieht schon, dass meine Zeit mal wieder gekommen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein!